Frau Modderorte, die Top-Nachricht von Ihnen ist, 2016 wurden 1333 rauschgiftbedingte Todesfälle registriert. Das sind Fake News, Frau Mortler. Rauschgift, dazu gehört auch Alkohol und Tabak. Sie haben vorhin die Zahlen genannt. Warum werden diese Zahlen immer noch getrennt behandelt? Es gibt keine illegalen Drogentoten und legalen Drogentoten. Warum verbreiten Sie weiterhin diese Fake News? Lieber Herr Jung, das behaupten Sie, dass das Fake News sind. Sie wissen Wenn genau, Sie Alkohol- und Tabaktote hier nicht anführen, dann sind das Fake News. Sie wissen genau, dass ich gleich zu Beginn die Zahlen der Tabaktoten und der Alkoholtoten in Relation gesetzt habe und gleichzeitig darauf hingewiesen habe, dass 121.000 Tabaktote pro Jahr und über 70.000 Alkoholtote pro Jahr im Verhältnis zu den Toten im Bereich der illegalen Drogen ganz klar zeigen, wo noch mein Handlungsfeld ist. Aber heute reden wir eben ausschließlich über die illegalen Drogen. Und deshalb ist ja heute auch Herr Münch gekommen. Ich sehe jetzt hier keinen Widerspruch und es gibt keine Geheimnisse. Im Gegenteil, Sie wissen, dass ich mich auch im anderen Bereich, Stichwort Tabakwerbung, hier habe ich mein Ziel noch nicht erreicht, massiv einsetze, dass in Zukunft Tabakwerbung zum Beispiel verboten wird. Der Punkt ist, wenn heute Abend wieder in den Hauptnachrichten vermeldet wird, wie viel Drogentode es letztes Jahr gab, dann wird von 1333 gesprochen und nicht von den 200.000 anderen Drogentoten. Ist es nicht Ihre Aufgabe als Drogenbeauftragte, das ganzheitlich anzugehen und immer zu betonen, dass diese Toten durch illegale Drogen einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil ausmachen? Das ist eine Möglichkeit. Stellen Sie sich vor, wir würden hier heute nicht zusammensetzen. Wären Sie wahrscheinlich der Erste, der sagen würde, ah, Mortler hat was zu verbergen. Erstens. Zweitens werde ich ja noch in diesem Jahr vor der Sommerzeit meinen Drogen- und Suchtbericht vorstellen, wo der Bereich Alkohol und Tabak einen ganz, ganz breiten Raum einnehmen wird. Und da gibt es auch nichts zu beschönigen, im Gegenteil. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money. I don't even know why. Lang lebe jung und naiv, würde ich sagen.